Film ist gestartet. Oh, ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. So, Stream ist jetzt wieder online. So, jetzt kann ich aber nichts mehr mit Musik machen. Warum nicht? Dann schmiert mir R-Faktor ab. Na, die werden ja wohl selber sehen, dass das Stream wieder läuft, oder? Normal schon. Boah, Alter, jetzt 2 Stunden, volle Kanne. Ey, hoffentlich brennt mir nicht die CPU weg, ey. Und auch schon wieder im Stream? Bitte was? Wer? Wo? Ob du einen Ton schon wieder im Stream hast? Nein. Ich bin jetzt mal schnell mir was zu essen warm machen, aber ich bleib hier. Ich mach aber einen Ton aus. Jo, alles klar. Wenn du mich fragen willst, dann kannst du schon fragen. Ich mach dann das Mikro schon an. Ja, okay. Eine neutrale Person kommt auf den Server. Eine neutrale Person kommt auf den Server.
Eine neutrale Person hat die Verbindung verloren. Eine neutrale Person kommt auf den Server. Eine neutrale Person hat den Server verlassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, es geht los. Eine neutrale Person wurde vom Server geworfen. Eine neutrale Person kommt auf den Server. Eine neutrale Person hat die Verbindung verloren. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also die nächsten 2 Stunden werdet ihr, glaube ich, sämtliche Geräusche hier hören. Da ich jetzt momentan leider für 2 Stunden über meinen eigenen PC streamen muss. Sollte es da irgendwie zu Rucklern kommen oder so, eine neutrale Person hat den Server verlassen. Möchte ich mich jetzt schon mal dafür entschuldigen. Ich versuche hier wirklich alles hier auf der letzten Rille rauszuholen, um euch einen, ja, gleichwertigen Stream bieten zu können.
Ach, süße, ja, danke für den Hinweis. Ich muss mal eben hier mein TS noch machen. Ja, mach ich doch schon, bin da schon dabei. Ich kann nicht an alles denken hier, Mann. Verdammt. Ein Freund wurde aus deinem Channel geschoben. Ein Freund wurde in deinen Channel geschoben. So, jetzt hört er nichts mehr vom TS. So, ich würde sagen, wenn die Jungs jetzt über die Nordschleife im Singlefall gehen, lasse ich noch ein bisschen die Musik dudeln. Die mache ich dann aus, wenn es über die Döttinger Höhe geht. Einverstanden? Tja, Tim, auch wenn du nicht einverstanden bist, ich sitze am längeren Hebel. Gehe. Echt jetzt, Moritz? So weit nach hinten gekegelt? Da wollen wir doch jetzt gleich mal gucken, ob der Max Mähler mit dem Druck gewachsen ist. Ja. Man könnte aber auch sagen, mal verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. Ja, Moritz, du kannst auf jeden Fall gerne gleich zu mir kommen. Lass mich gleich den Restart noch machen. Und wenn sich das dann in der zweiten Runde so ein bisschen einsortiert hat, dann kannst du gerne zu mir kommen.
So, was? Wie sieht's denn aus jetzt hier? 1, 2, 3, 4 Leute sind noch in der Box. Kommen jetzt aber auch alle so nach und nach raus. Und ich denke mal, so in den nächsten 5 Minuten geht das dann hier bei uns auch weiter. Leider ein kurzer Restart. Es gab ein Mismatch und bevor das da irgendeine Kettenreaktion gibt, haben wir gesagt, wir machen einen Neustart. Gehen damit auf Nummer sicher. Alle können nochmal neu connecten. Ich hoffe, den Jungs im Dyona-Zentrum geht's auch noch gut. Ich hoffe, auch die Stimmung dort ist sehr gut. Ich hoffe, auch bei euch zu Hause ist die Stimmung noch in Ordnung. So, und da gibt der Max jetzt das Tempo vor, führt die Einführungsrunde an. Was ist mit dem Stream? Was ist denn mit dem Stream? Läuft doch. Wo? Was, wo? Bei uns hier. Ach so, übrigens, jetzt hier im TS hört man alles. Hast du gehört, Alvin? War Alvin wieder weg. Ja, gleich müsst ihr mir nochmal sagen, ob das mit dem Sound so passt. Ja, wenn ich in die Cockpit gehe, ob das soundmäßig zu laut ist oder ob man mich noch gut hört. Da müssen wir nochmal ein bisschen eingreifen, das nochmal neu abmischen. Sollte aber schnell gehen.
Markus? Ja? Ist er schon wieder raus? So. Dann werde ich jetzt auch mal persönlich euch allen einen schönen Abend hier wünschen. Ich hoffe, bis jetzt hat euch der Stream soweit gefallen. Ich habe mir gedacht, ich gebe der Stimme, die ihr hört, auch mal ein Gesicht. Also, ich bin Markus, ganz klar, hier, P1 Gaming. Und ich werde euch hier noch bis morgen früh durch die Hütte hier zaubern, werde euch da noch ein bisschen was zu den einzelnen Teams erzählen. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ja, die mache ich jetzt gleich wieder aus, keine Sorge. Also, ich wünsche euch noch viel Spaß und ich hoffe, jetzt geht das hier ohne weitere Probleme über die Bühne. Also, bis später. Jetzt nicht mehr. So, hi Thomas. So, die Gelegenheit musste ich mal nutzen. Hi. Hi. Ja, ich hoffe, das kleine Feature hat euch mal gefallen. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon hier jetzt die nächsten 2 Stunden über meinen PC streame und die Möglichkeit ist da, die Webcam mal anzumachen, dann ja, muss man das auch ausnutzen. Nein, keine Sorge, Jungs, Sportclips gibt es nicht und nein, Mario, ich wohne nicht im Wald. Hier wird noch auf Stein gebaut. Was es mit dem Applaus auf sich hat, das ist einfach nur ein kleines Gadget, was ich mit eingebaut habe. Das werdet ihr hören, wenn wir hier Unfälle einfangen. Einfach um den Stream noch ein bisschen aufzulockern. Oder wenn von euch so tolle Sprüche kommen, dann wird das mit einem Applaus von mir belohnt.
So, ich hoffe, Krankenwagen, Polizei, Feuerwehr spielt mit und fährt jetzt mal über eine andere Straße und nicht immer bei mir hier an der Bude vorbei. Weil da habe ich jetzt im Moment leider keinen Einfluss drauf. Wenn ich mein Mikro noch weiter runterschraube, dann muss ich gleich hier schreien. Da habe ich auch keine Lust zu. Ja, komm, ein Applaus für den Tim. So, jetzt werden wir mal die Musik ausmachen. Und gehen hier ins Renngeschehen. So, also jetzt muss auch Max Müller mit Skill zeigen. Die anderen beiden haben gezeigt, wie es geht, dass man Vorsprung rausfahren kann. Also Max, sag deinem Heizer Bescheid, es müssen Kohlen eingeschippt werden. So, wie gesagt, wenn hier irgendwie zauntechnisch irgendwas nicht stimmt, müsst ihr mir das bitte sagen, weil ich kann selber das jetzt nicht abmischen, weil ich mich selber so nicht höre. Sonst habe ich nämlich Rückkupplung. Haha, Max hat mich gehört. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Also da haben sich auf jeden Fall die richtigen Leute mit dem richtigen Auto getroffen. Auch Max kann hier direkt Boden gut machen. Ja, ich gebe da mal derweil eben schnell durch, wer alles im Auto wo sitzt. Wir haben auf der Strecke den Oliver Schlaps, den Günther Würges, den Michael Weber, Andreas Schröder, Marc Schulz, Didi Draxler, dann entweder ist es Deck, Still oder Still, Mike Schaffstein, Gilbert Gamacci, Robert Retz, Gerhard Zeller, Michael Schellbach, Thorsten Schwertfeger, Jürgen Dattringer, Marc Danisch, Stefan Kern, Moritz Kaltwasser, Markus Seufzer, Karol Poniatowski, Danny Schubert, Alex Rambo, David Müller, Olli Müller, Tobias Aschenbach, Marcello Tocco, Fabian Jungblut, Benjamin Schröder, Carsten Wilhelm wieder an Bord, Thorsten Keupers, Gunnar Miesen, Alexander Riedel, Max Melamed, Yannick Kuffel, ja, und meine Wenigkeit. Ja, die Jungs von Freeride haben da den Carsten doch nochmal erlaubt, ins Auto zu steigen. Ich hoffe, er hat jetzt mehr Glück. Oh, Mats Melamed hier mächtig am Angasen. Und wir haben eine Gelbphase.
aber hier sieht alles gut aus. Leider kann ich euch jetzt nicht sagen, wer eine Gelbphase verursacht hat. So. Ja, momentan bin ich hier alleine. Das heißt, ich werde nicht so schnell alles einfangen können. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal das Feld durch. Ja, Thorsten Schwertfeger vorne im Auto der Atomic Sharks, powered by ActuRacer. Dahinter, das müsste... Jetzt muss ich mal auf meinen 1000 Zettel hier gucken. Ja, das ist Sim Race Community. Dann haben wir dahinter die Touristenfahrer. Dann kommt ein Schubert-Auto. Aber der Start scheint ja ganz gut gelaufen zu sein. Jetzt sind alle unterwegs. Keiner ist in der Box. So, da wurde mir gerade gesagt, hier ist ein direkter Zweikampf, da gehen wir drauf. Gunnar Miesen von Piranha Freaky Fast. Und dahinter, das müsste, ja, das ist er. Carsten Wilhelm. Von Free World Motorsport. Oh, da höre ich gerade Alexander Rambo von X-Factor ist wohl eingeschlagen. Da können wir jetzt natürlich nicht nachgucken, jetzt bleiben wir hier drauf, weil hier ist ein direkter Zweikampf. So, da wird gefragt, auf welchem Platz ist der Atomic Sharks bei ActuRacer. Platz 21 momentan, Thorsten Schwertfeger von den Atomic Sharks, powered by ActuRacer. So, aber hier momentan ist der Drops gelutscht. Carsten Wilhelm jetzt doch etwas konzentrierter, konnte sich da Gunnar Miesen schnappen und ja, kann sich ein bisschen absetzen. Hier auch ein sehr enges Feld. Ja, und Alex Rambo ist in der Box, scheint da wirklich was zu reparieren.
Und hier Thorsten Schwertfeger von den Tarmac Sharks, powered by ActuRacer. Jetzt in seinem Stint. Ja, hinter ihm macht sich dann eine kleine Lücke auf und dann haben wir wieder einen etwas größeren Pulk. Momentan Thorsten Schwertfeger auf dem Auto, auch ein Fahrer, der ja sehr gerne, nein, der über das Langstreckenrennen zu uns gekommen ist. Erster Einsatz hat er gehabt auf einem Schubert P1 Auto in Spa, ist da mit, ich glaube es war Danny, nicht Danny, mit dem David zu zweit das Rennen gefahren. In Florida State auch mitgefahren mit Retz, Daniel Hahn, Lars Boll. Ja, und hier heute beim Eifelring seiner ja quasi Heimstrecke im ActuRacer von den Tarmac Sharks von p1gaming.de. Wird da jetzt aber von einem Stippo überholt. Jetzt ist die Frage, ist das direkter Zweikampf? Da muss ich jetzt mal schnell nachsehen. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Nee. Die sind im direkten Kampf mit Professional Esports Gaming. Und Ace Racing ist dahinter. So, was tut sich vorne an der Spitze? Da müssen wir natürlich auch ein Auge drauf halten. Alex Sanna-Riedel ist da direkt hinter Max Miller mit, wenn das hier richtig angezeigt wird. Da schauen wir jetzt auch mal nach. Oh ja, und hier heißt es schon, was ist hier los? Wieso habe ich hier ein Standbild? Ah. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ja, hier kommt gerade die Aussage, beim Alex ist wohl das gleiche passiert wie beim Willem vorhin. Ja, Tim, ich habe es gesehen, tut mir leid. Jetzt läuft es ja wieder. So, ich wollte aber nach vorne gehen, habe ich gesagt. Weil hier haben wir nämlich die drei unmittelbar hintereinander. Vorneweg Max Melamed, auf der 2 ist Cosmic Racing Wheels mit Alexander Riedel und dahinter Carsten Wilhelm von Freeride Motorsport.
Was ich eingestellt habe, das, was Twitch mir gesagt hat. Ah, da könnte das Problem dann liegen. Ja, weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. So, was sagst du, Stippo? Plätze 25 bis 28. So, jawohl. Carsten Wilhelm ist da an dem Cosmic vorbei. Damit Riedel nur noch auf der 3. So, wir gehen aber jetzt auf Carsten Wilhelm. Wieso macht er das denn nicht? Jetzt. Oh, Carsten Wilhelm setzt nämlich jetzt hier Max Miller mit unter Druck. Das heißt, Max konnte sich da nicht den gebrauchten Abstand rausfahren, und da setzt sich jetzt Carsten Wilhelm daneben und geht dran vorbei und übernimmt erstmal damit erste Führungsrunden. Ja, so schnell kann es gehen. Im ersten Stint noch Mauerkontakt und jetzt vorne wegfahren. Also diesmal haben wir hier vorne eine Gruppe doch recht eng beieinander. Auf der 1 Freeride Motorsport mit Carsten Wilhelm, dahinter Avia Racing bei VMR mit Max Millermet. Und dann haben wir noch Cosmos Racing Wheels mit Alexander Riedel und Piranha Freaky Fast mit Gunnar Miesen. Die Plätze 1 bis 4.
Also bei mir läuft das Timing auch. So. Ja, also ich muss sagen, allein ist das hier gerade echt eine harte Nummer. Ja, ich würde sagen, wir schalten mal durchs Feld. Hier bahnt sich was an. Andreas Riedel setzt hier langsam Max Miller mit unter Druck. Ja, und auch Gunnar Miessen beißt sich da eisern hinten feste. Also, der macht hier auch einen echt guten Job heute. Geht eine gute Pace. So, damit die Bockbierbudenfreunde sich auch mal wieder freuen. Oh, und da kriege ich gerade die Meldung. Das Stipo Sim Racing Team, da gab es einen Unfall. Und auch hier ist wieder Action angesagt. Prosperia C-Up Racing gegen KSM ist aber auch schon dran vorbei. Ja, und da kommt auch schon die nächste Meldung, dass das P1 Gaming bei Schubert und Motorsport wieder an Stippo dran vorbei ist. Luca, positives Denken. Immer positives Denken. Gib dir Mühe. Denk dran. Der Gunnar fährt sich hier um Kopf und Kragen. So, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier All-Star Racing und davor... So, davor ist aber jetzt der AS. So, ist das jetzt ein direkter Zweikampf? Das ist All-Star Racing auf dem RS... Jetzt muss ich mal gucken, welcher das von denen ist. Ah, das ist der. Ja, das dürfte dann auch nicht lange dauern, wollte ich gerade sagen. Da sind sie auch schon dran vorbei. Das ist nämlich die Startnummer 1. Oh, was ist denn hier los? Schnell wegmachen.
Ah, Skandal, falsches geklickt. Oh, und wir haben eine Gelbphase im ersten Sektor. So, wir schauen mal weiter. Da waren wir eben. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist was los. X-Factor Racing. Das müsste eine Überrundung sein. Oh, Vorsicht, lasst euch leben. Und da drehen sie sich weg. Das war das Professional Esports Gaming e.V. mit Zielke, Falk, Weber und Schröder. Da gab es eine Berührung und einen Dreher. So, X-Faktor momentan auf Platz 10. Ist das korrekt? Ja, und dem direkten Zweikampf mit ORC Hocheifel haben aber jetzt erstmal noch ein Schubert vor sich. Das müsste aber, jetzt muss ich mal schnell schauen, eine Überrundung sein. Das ist nämlich vor ihm der Robert Retz und die sind eine, zwei Runden zurück. Also da dürfte Rambo jetzt gleich nicht lange aufgehalten werden. Rambo! Leicht angeklopft hier. Ja, hier das International Racing bei Sydney Industries. Momentan ein bisschen allein unterwegs. So leichter Eigenbrödler momentan. Das ist die Startnummer 10. Jungblut, Prosperia C Abt Racing. Dann haben wir hier Dash. Das ist das All-Star Racing Team 2. Nee, stimmt nicht. All-Star Racing 3. Nee, 2. Entschuldigung. Lesen kann es klar im Vorteil. Oh.
Nee, du musst jetzt mal hier verschwinden. Komm mal her. Du darfst gleich erst wiederkommen. Touristenfahrer All-Star. Mal gucken, ist das in. Hä, wieso bin ich jetzt auf der 1? Da will ich doch gar nicht hin. Ja, meine Co-Kommentatorin. Oh, da geht's ab hier. Da haben wir doch mal was. Vorne muss ich Retz verteidigen und dahinter sind die Touristenfahrer gerade an einem All-Star vorbei. Ja. Sind die im direkten Zweikampf? Das ist P1 Gaming. Powered by Schubert Motorsport. Und dahinter ist die Sim Race Community, wenn ich das richtig sehe. Thank you.
Ja, im Moment ist das Fahrerfeld auf jeden Fall überall recht dicht, aber es sind nicht immer direkte Zweikämpfe, die wir hier sehen. Ja, das kann ich leider nicht vermeiden mit dem, wie gesagt, ich kann hier das Mikro nicht mal eben so einfach muten. Oh! Ja, jetzt ist auch der Teamchef von den Piranha Sim Racing Jungs mal hinterm Lenkrad, Jürgen Göttringer. Hier hinter dem Yosoft Sim Racing hinterher. Oh, was hat denn da geflappt? Ist da einer eingeschlagen? Oh, da hier wird es gleich interessant. Hinterm Jürgen Gattringer kommt nämlich so langsam Tamik Sharks bei Acto Racer immer näher. Nur noch naja, knapp 26 Sekunden. Thorsten Schwertfeger ist da ein bisschen am Angasen. Das werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Sind das nicht die Haie ohne Zähne? Ja, das sind die, die immer im Rudel schwimmen. Ja, Lars, das hat sich so ganz komisch angehört, ne? Als wenn da irgendwie. Jetzt bricht hier gleich das Chaos aus. Die zwei hier, die wissen auch nicht so recht, was sie machen sollen.
So, und wir haben jetzt auch mal wieder einen weiteren Gesprächspartner hier bei uns, und zwar den Vinicius Correa Lima vom Stippo-Team. Hi, Vince! Ja, ich laber mir hier einen Doofen und er hört mich gar nicht. Ja, Vinicius, Servus! Guten Abend! Ja, ich muss mich hier ein bisschen dran gewöhnen. Ich mache gerade über meinen PC, und wenn ich so laber, hören zwar alle anderen mich, aber die im TS, die hören mich nicht. Da muss ich trotzdem noch Knöpfchen für drücken. Okay. Ja, Vince, wie schaut's aus bei euch? Naja, bisschen bescheiden, ehrlich gesagt. Leider hat der Stefan schon nach dem Start auf der Grand Prix-Strecke schon ein Disconnect gehabt und ja, ist dadurch natürlich schon ein bis zwei Runden verloren gegangen. Dann als nächstes bin ich dann eingestiegen und beziehungsweise konnte dann den Start vom Restart fahren, und irgendwann ist dann keine Ahnung warum auf einmal Mismatch und ich stehe auf einmal in der Box. Ja, damit war der zweite Restart fällig und liegen immer noch auf Platz 27, also richtig voran geht's leider nicht. Ja, irgendwie haben heute einige Teams ein bisschen Pech gehabt. Ja. Ob das jetzt die Top-Teams gewesen sind oder aber so etwas, was ja irgendwo quer durchs Mittelfeld geht. Die Anfangsphase war auch ein bisschen crazy gewesen mit den Datenpaketen. Das war natürlich ärgerlich. Zwei Restarts. Ich hoffe aber, dass das jetzt hier alles so durchfluppt. Ja, hoffe ich auch. Und ihr da draußen, setzt euch mal einen ganzen Tag hin und quatscht mal von morgens 10 Uhr an nonstop durch. Mal gucken, wann ihr eure erste Pause macht. Ja, das ist scheiße, ne? Ja, momentan, dadurch, dass ich über meinen über meinen PC streame, kann ich auch nicht wirklich einen Co-Kommentator hier reinpacken, der das, was ich im Stream sehe, halt auch mit angucken kann. Wenn, kann derjenige nur das Live-Timing sich reinpfeifen und mir halt sagen, ey, geh mal hier, guck mal da. Ja, klar. Und ja, auch ich muss mal zwischendurch hier vom Stuhl aufstehen, weil mir sonst A, die Beine einschlafen. Ja, bist ja auch nur ein Mensch, ne? Ja, klar. Ja, Lars, ich trinke schon sehr viel. Ich habe mittlerweile 4 Kannen Kaffee intus und ja. Ich bin heute schon jede Menge gelaufen, danke. Ja, dann hat meine Katze eben auch mal allen hier Hallo gesagt. Ja, da habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal das Mikro aus und atmest mal tief durch, gehst mal ein bisschen durchs Feld und wartest, dass die Katze verschwindet. Ja, lasse doch. Ja, wenn ich nur ganz normal streame, ist das ja eigentlich kein Thema, weil dann habe ich ja Push-to-Talk an, da kriegt man das nicht so mit. Jetzt, wo ich über meinen PC streame, kann ich ja natürlich machen, was ich will. Man kriegt natürlich hier alles mit. Ja, Thorsten, da nehme ich mich beim Wort. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch mal einen unserer Sponsoren hier begrüßen. Thorsten Lingau von STL, Actoracer. Solltet ihr euch auch mal reinpfeifen. Ist ebenfalls ein Motion Rig Hersteller. Aber dazu gibt es natürlich jede Menge Informationen bei uns bei p1gaming.de. Könnt ihr auch mal drauf gehen, könnt ihr euch mal angucken. Oh, das bin ich. Ja, momentan haben sich zwar so ein paar Grüppchen gebildet, aber meistens keine direkten Zweikämpfe.
Nee, das stimmt, ja. Ziemlich gemischt alles momentan. Ja, Darky, da wird es demnächst mal einen Termin geben, wo wir da natürlich auch mal aufschlagen werden. So viel mal zur Information. Ist eigentlich schon längst geplant gewesen, aber da bei uns ja auch im Moment sehr viel zu tun war, haben wir das ein Stück nach vorn geschoben, aber aufgehoben ist es nicht. Wir werden auf jeden Fall da mal einfliegen und da kannst du natürlich auch gerne mitkommen. Ja. Also den Bockmist, den der Carsten eben geschossen hat, hat er hier jetzt nach dem Restart recht gut rausgeholt. Macht hier eine sehr gute Figur. Ist Carsten zu schnell? Ist Max zu langsam? Ja, das ist schon Wahnsinn, was die da vorne ja. treiben. Aber ich denke mal, dass der Carsten jetzt auch wirklich gut angasen muss, so viel Boden gut machen muss wie möglich. Denn ja, gleich kommt Tim Heinemann wieder. Der hat ja nun jetzt gezeigt, was hier auf der Strecke so geht. Ja. Genauso auch Sascha Glatter, der auch irgendwann wieder im Auto ist. Der hat heute auch schon gezeigt, was hier Anbach ist. Und ja, momentan läuft es zum Carsten ganz gut. Ja, will ich auch behaupten. Lars, das kann ich dir beantworten, warum da kein Schnee liegt. Hättest du mal einen unserer Posts gelesen? Da habe ich doch geschrieben, dass die ganzen Fahrer erstmal mit Schnee schippen müssen. So, jetzt aber. Jetzt habe ich ihn hier. Nochmal haut er mir nicht ab. Hallo Markus. Ja, grüß dich. Moritz, wie läuft's bei dir? Ja, bei uns, seit ich das Auto in die Wand gesetzt habe und seit dem Restart nicht mehr so pralle, muss ich sagen. Restarts war, glaube ich, als wir Karussell waren beim ersten, war halt ziemlich ärgerlich. Weil wir auch in der Runde einen Fahrerwechsel hatten und dann... Nach dem Restart bin ich halt den Restart gefahren, dann gab es die kleine Kollision mit Marc Elkemann. Hat man, glaube ich, auch im Stream gesehen. Wenn ich richtig liege. Und ja, wir haben uns aber auch schon wieder ausgesprochen, da ist alles geklärt. Keiner kann böse, passiert halt. Und dann habe ich das Auto souverän in eine Wand gesetzt. Habe sich vorne rechts Rad ab, hinten rechts Platten auf der GP-Strecke. Wo ich mich... ärgere, weil ich bin einfach eigentlich ganz gute Zeiten gefahren für meine Verhältnisse. Auch relativ konstant und dann passiert sowas. Dann vorher haben wir uns eine Box gerettet in 5 Minuten. Von der TP-Strecke bis in die Box, also das war auch ehrlich. Und dann hat die Box uns nicht angenommen, weil wir wahrscheinlich ein Rad ab hatten. Das ist, meine ich, so bei R-Faktor. Weiß es nicht genau. Ja, das ist irgendwie mit dem Rad ab, es ist so eine Sache. Irgendwie mal kann man es reparieren lassen und mal geht's nicht. Ja, das war dann ärgerlich, dann haben wir Escape gedrückt. Ich meine, im Endeffekt ist man immer schlauer, hätten wir sofort Escape gedrückt, hätten wir uns nochmal 5 Minuten Start. Dann beim zweiten Restart war ja erst nur eine Runde wieder zurückgegangen mit der Zeit. Da war das wieder eigentlich gut, da war das so, wie es halt war zur Zeit des Restarts. Dann waren es ja am Ende doch 1,5 und da waren wir halt zurückgerechnet wieder auf der Dittinger Höhe. Und ja, so haben wir dann halt wieder Zeit verloren. Ich meine, machen sie bestimmt nicht extra.
Hoffe ich mal, gehe ich mal von aus. Aber ist halt dann ärgerlich. Jetzt gerade hat mein Teamkollege Mike Schaffstein auch nochmal ein Disconnect gehabt. Auch ärgerlich. Also momentan läuft bei uns gar nicht. Wir waren ja ursprünglich auf Platz 11. Ja. Ja, hier hat's in der Anfangsphase echt alle mal so ein bisschen durchgerüttelt, ne? Ja, wir sind von 26 gestartet, wo wir mit überhaupt nicht zufrieden waren. Weil wir haben einfach viel zu wenig am Setup gemacht. Und im Endeffekt haben wir dann doch noch ein gutes Setup gehabt. Hier gehen nochmal die Grüße an Mario Reich. aha. Ja, der hat uns geholfen, der hat uns geholfen. Vielleicht ist er gerade im Chat. Jetzt konnten wir vor dem Zahn Konstanz die 8 Minuten 10 unterbieten, womit wir eigentlich ziemlich zufrieden waren. Ja, und dann, als ich das Auto in die Wand gesetzt habe, ging das ganze Drama los. Sag mal, wir sind erst 8 Stunden gefahren, 7,5. Da kommt noch ganz viel. Wir werden jetzt erstmal wieder unseren Fokus auf die Konstanz legen und irgendwie versuchen, wieder unser Ziel zu erreichen, Top 20. Was wir, glaube ich, nicht mehr erreichen werden, aber die Hoffnung stirbt zuletzt bekanntlich. Ja, ich meine, der schwierige Teil, der kommt ja erst noch, ne? Jetzt ja. Geht's langsam in den Abend rein, das geht ja noch, aber so... Die Erfahrung sagt so, 12:30, da kommen so die ersten Fehler und ja, die Nacht durch und ganz wichtig, der frühe Morgen, da ist auch schon einiges passiert. Ja, in der Nacht. Ich habe gerade irgendwie einen Livestream wieder aus Versehen angehabt, also ich war gerade geistig gerade abwesend. Überhaupt kein Thema. Ja. die Nacht wird halt ziemlich anstrengend vor allem. Wir werden versuchen, Doppelstints zu fahren. Wir haben aber auch persönlich Probleme mit den Low-Temperature-Slicks. Egal wie wir den Reifendruck verstellen, die Reifen schmieren wie die Hölle einfach. Da kannst du nichts machen. Ich habe aber auch schon mit anderen Teams gesprochen, die haben dasselbe Problem. Wir sind nicht die einzigen. Also werden wir mal hoffen, dass wir da alle heile durchkommen und unsere Doppelstints mit passablen Zeiten schaffen können. Und ja, ich denke aber auch, dass es noch ein Favoritensterben geben wird, weil in der Nacht die Nordschleife, die ist bekanntlich die schwerste Strecke der Welt. Denke ich mal, gehe ich mal von aus, bin ich jedenfalls der Meinung. Und dann auch in der Nacht, die Sichtverhältnisse sind schlecht, wenn man nicht gerade im Konvoi oder sowas fährt. Die Reifen kommen nicht so, man hat halt nicht den optimalen Grip wie am Tag. Und an schnellen Stellen, wie zum Beispiel Schwedenkreuz oder in der Mutkurve, wird es dann halt schwerer. Ja. Ja, auf jeden Fall haltet da hier den Chat ganz gut auf Trab. Wie sieht's bei euch aus? Wird sich da zwischendurch mal hingelegt oder? Ja, ich denke mal, wir werden es versuchen, weil ohne Schlaf 24 Stunden wird anstrengend. Aber ja, dann steckt ihr auch noch ein bisschen im Rausch. Ja, jetzt nicht in dem Rausch, sondern ein bisschen im Adrenalinrausch. Und dann noch zu schlafen, ich meine, mein nächster Stint wird um 2.15 Uhr bis 5.45 Uhr sein. Also mein nächster Doppelstint. Denk mal, bis dahin werde ich ja vielleicht eine halbe Stunde schaffen zu schlafen, allerhöchstens. Weil bei mir ist auch immer das Problem, wenn ich eine Stunde schlafe und dann aufstehen muss, dann ist das noch schlimmer, als wäre ich durchgehend wach. Weil... Das ist dann halt nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn man dann eine Stunde oder so geschlafen hat, finde ich. Aber im Großen und Ganzen denken wir, dass da noch ziemlich geht. Ja,
da drücken wir euch. Oh, jetzt steht das Spiel bei mir. Das ist nicht gut. So, jetzt geht's weiter. Da hoffen wir mal das Beste für euch. Derweil schauen wir uns hier den Max an, wie er mit halb zerlegtem Auto Richtung Box fährt. Ja, das nennt man auch Carshopping. Vorne kurz, hinten kurz. Ja, ich hab's jetzt nicht direkt mitbekommen, aber er war ja nicht der einzige der Favoriten, der bisher sein Auto weggeworfen hat oder irgendwelche Probleme hatten. Mein X-Faktor und All-Star, dazu hatte der Stefan Karnitz zu All-Star noch ein Interview vorhin gegeben. Ja. Jeder hatte schon so seine Probleme, denke ich mal. Da war keiner bisher schadenfrei, denke ich mal. Und wenn, dann wird's noch kommen. Wünschen natürlich keinem, aber passieren wird, denke ich, jeden mal irgendwann ein kleines Malheur oder dann funktioniert etwas an der Technik nicht. Ein bisschen Pech hat man immer mal. Ja, hier hat's den Zweitplatzierten getroffen. Max schleppt sich jetzt hier über die halbe Schleife. Dazu kommt jetzt gleich noch eine Reparatur. Ich denke mal, da wird auch dann direkt ein Fahrerwechsel gemacht, um mit einem 100% Auto wieder rausfahren zu können. Aber das sieht schon ziemlich schlimm aus. Da muss er sein Auto schon gewaltig weggeworfen haben. Ich weiß ja halt auch nicht, wo es war. Ja, Schwedenkreuz. Ui. Ja. Dann, Schwedenkreuz ist immer so eine Sache. Ich war da selber beim Restart vorhin im Windschatten und Nordschleife mit Windschatten. Ich meine, Daytona war es nicht so extrem, meiner Empfindung nach. Hier bin ich vorhin einen Flugplatz gefahren. 2,25 geht das normalerweise mit unserem Setup durch. Und dann war ich schon bei 2,15 und da hat das Heck schon ordentlich geschlackert, also das war schon ordentlich riskant. Wenn er Max dann noch Windschatten gehabt hat, dann kannst du da nichts machen. Also muss am besten immer sehen, wenn man nicht direkt hinter einem hängt, sollte man da schon immer ein bisschen Abstand lassen. Weil man einem fehlt. Wir haben ja hier im Laufe des Tages gesehen, dass so die Windschattenfahrten auch ganz schön riskant werden können mit Downforce. Jetzt geht's in die Nacht langsam rein, da sinkt natürlich auch die Temperatur noch ein bisschen. Und da denke ich mal, da könnte das auch noch zu, ja, eventuell weiteren Problemchen für den einen oder anderen führen. Ja, momentan hängt man auch, ich weiß das jetzt nicht genau, aber ich denke, man hängt jetzt zwischen den High-Temperature-Slicks und den Low-Temperature-Slicks. Und wenn man dann halt die High-Temperature-Slicks hat, hat man halt ein bisschen zu wenig Temperatur und mit den Low-Temperature ein bisschen zu viel. Das ist dann halt immer so eine Sache. Mit welchen Reifen dann man fährt, ist halt immer so eine Gefühlssache. Entweder kommt man mit heißeren oder zu kalten Reifen besser klar. Das ist dann jedem selbst überlassen. Und momentan sieht man halt, dass es auch in die Hose gehen kann. Ja, einige Teams haben ja hier richtig mit Problemen zu kämpfen. Teams, die mit drei Fahrern an den Start gegangen sind, sind jetzt nur noch zu zweit unterwegs. Andere Teams haben auch mit Disconnect zu kämpfen. Ich denke mal, da wird noch so einiges passieren über Nacht. Gerade die Teams, wo jetzt wirklich nur noch, wenn es denn so kommt, wirklich nur zwei Fahrer noch auf dem Auto sind. Ich denke mal, das wird eine verdammt harte Nuss. Ja, hoffen wir aber auch mal, dass der Server noch jetzt schadenfrei durchläuft, weil wir hatten ja jetzt schon bisher leider Gottes zwei Restarts, steckst du nicht drin. Ganzen kann man nichts machen. Aber gerade in der Nacht, man hatte ja vorher einen kleinen Test Restart in der Nacht und ich habe jetzt nicht den besten PC. Und bei Leuten, die dann halt nicht 32 GB Arbeitsspeicher haben, beziehungsweise 16 oder eine geile Grafikkarte, werden da schon ihre Probleme haben. Ich meine, bei mir war das die reinste Dia-Show, als wir die Tests hatten, also da war das schon. Wurde gerade das hier, Grafikkarten, Dia-Show. Sag mal, hört ihr eigentlich meinen Lüfter? Ja, ein bisschen, aber das stört nicht. Immer wenn du sprichst, du hast ja Push-to-Talk an, also ist jetzt nicht störend.
Aber muss ich auch nochmal sagen, bisher ein klasse Stream. Respekt, 7 Stunden durch Texten. Könnte ich jetzt nicht. Ich merke ja jetzt schon bei, wie lange bin ich jetzt hier im Channel? 1/4 Stunde. Wird es schon langsam anstrengend. Also da jetzt auch nochmal meinen Respekt an dich. Ja, ich teile mir das ein. Ich mache immer so schubweise. 10 Minuten mal die Klappe halten, nichts sagen, gucken, dass andere hier reinkommen und was erzählen können. Ja, der Vinicius, nein, Vinicius. Ich weiß war nicht, ja auch schon gerade. Was da alles mit dem Namen jetzt hier auf sich hat, ey. Seit der Stefan ja. damit angefangen hat, ey. Ey, ja, Vince, lass dich nicht ärgern. So der Name ist einfach nur cool. Ja, ich meine. Mein Name wurde auch schon des häufigeren falsch ausgesprochen. Dann wurde ich vom Alvin mal in Daytona, als die Pfarrer aufgerufen wurden, Moritz Bredemann getauft. Dann wurde ich auch schon mal Brettermann genannt. Also, ich denke. Hat doch was. Da hat jeder so seine kleinen Problemchen. Wenn er jetzt nicht gerade einen kurzen, knackigen Namen hat, wie. Was weiß ich. Markus Meyer oder sowas. Ja, mit den Namen, finde ich, geht's ja eigentlich. Ich habe einen Namen, den kriege ich einfach nicht auf die Kette. Und zwar? Da muss mir nachher der Carsten Wilhelm nochmal helfen. Der hat mir da letztens so schön was geschrieben, wie der Name ausgesprochen wird. Spatnik. Ach Quatsch, ist der Pillekram. Das ist ja Deutsch für Anfänger. Nee, wir haben hier einen Namen, der ist echt sau schwierig. Gilbert Gamachi oder Gamachi? Entschuldigung, wenn ich ihn falsch ausspreche. Das ist schon falsch. Gamachi. Nee, ah, das ist auch Gamachi. Nicht. Das ist von den All-Star Racing Team 2, wo der Vogel, der Danisch. Gutschwatsch. Ja, genau. Wie heißt der? Gutschwatsch, glaube ich. Glaube ich. Alle Angaben ohne Gewehr. Und ohne Pistole. Hahaha. Gibt nie, wo wir sinken. Ja, das ist eigentlich so der einzigste schwierige Name hier, den wir heute im Feld drin haben, finde ich. Richard, ja. Könnte passen. Können sie. Ja, wenn ich das falsch ausspreche, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall im Vorhinein. Ist keine Absicht. Bin auch nur ein Mensch. So, Robert, jetzt darfst auch du die Lampen anmachen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dir heute noch durch die Nacht geht. Mal sehen, wann ich meinen ersten Durchhänger kriege. Aber auch da habe ich schon eine Idee. Da nehme ich einfach meinen Finger auf Plus oder Minus, lasse den drauf und lege ich den Kopf einfach aufs Lenkrad und da mal gucken, wie lange das gut geht. Hey. Ich auch was. Hast du hier irgendwelche Admin-Rechte vielleicht, weil, dass du mich zum Freefall-Serienmitglied machen kannst, weil ich leider nicht zurück anstupsen kann? Oder hast du die Rechte nicht? Weil, ist ein bisschen ärgerlich. Grüwatsch. Danke, Daniel. Grüwatsch. Oh, jetzt wird aber voll hier. Da unten haben wir noch den Max. Den holen wir uns auch mal rein hier. Grüß dich, Max. Hallo, meine Freunde. Was ist dir denn da eben passiert? Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich weiß es nicht. Kurve gefahren so wie immer und auf einmal geht das Ding quer.
Ich habe einen Carsten gemacht. Das ist normalerweise Carstens Kurve. Eieieiei. Bitter, ja, bitter, sehr bitter. Irgendwie hat alles nicht so ganz gestimmt bei dem Stint davor auch schon. Übersteuern, das Auto hat sich nicht so gefahren, wie wir das eigentlich geplant hatten. Konnte ich dann auch den Carsten nicht halten. Oder irgendwie Gas geben, ich bin sehr viel gerutscht. Ich weiß nicht warum. Normalerweise liegt das Ding wie ein Brett, aber no, mal schauen. Ja, jetzt hat, musste ich mich halt eine Runde zurückschleppen an die Box. Das hat ewig gedauert. Ja, jetzt fahrt mal der Tim wieder einen Stint und schaut, ob die Karre noch fahrbar ist. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir vielleicht mal Glück haben und es einen Server-Restart gibt, der uns helfen würde. Ja, das kann aber auch nach hinten losgehen, also... Kann immer, ja, na klar, aber wir hatten jetzt zweimal Pech schon bei den beiden Restarts, da haben wir beide mal eine schöne Führer gehabt und weg war sie. Mit den Restarts ist halt so, kann man auch nichts machen. Ah, und jetzt hat uns halt ein bisschen gerade das... gerade Talent, glaube ich, ausgegangen in der Kurve. Ja, aber ich muss sagen, heute haben echt irgendwie fast alle das ein oder andere Problem. Also ich weiß nicht, woran sie Schleife normal funktioniert, sind wir ziemlich vorne, nur heute hat sie mir noch nicht so gebracht. Weil 57er Zeiten im Endtrim oder 58er, das ist einen Anspruch her, 2, 3, 4 Sekunden zu langsam. Also vorgestern noch gemütlich beim Trainieren, 54 und auf einmal bin ich 4 Sekunden langsamer. Oh! Ist etwas enervierend und da ist dann das auch schwer mit dem Konzentrieren, wenn dann alles nicht ganz so läuft. Aber ja, jetzt sind wir halt mal auf Platz 6, mal schauen. So ja, da ist doch der Anreiz wieder da, ein bisschen mehr zu fighten, als wenn wir vorne wegfahren. Ja klar, also natürlich haben wir jetzt mehr zum Fighten, aber vorne wegfahren war schon ganz schön. Ja, das glaube ich dir. Also, ja, man, jetzt ist halt die Jagd eröffnet und jetzt noch X-Factor ist jetzt wieder relativ weit vorne und FreeWide hat halt Dusel gehabt und ist jetzt ganz vorne. Wie gilt es jetzt zu jagen? Ja. Ja, sind aber noch 16 Stunden ein bisschen mehr zu fahren, da kann auch eine Menge passieren. Ja. Also, jetzt bloß nicht Kopf in den Sand stecken. Nö, das mache ich schon nicht. Dafür bin ich viel zu ehrgeizig. Aber wenn man Anspruch hat, wir wollten das halt gewinnen und dann ist so ein Fehler eigentlich nicht drinnen. Eigentlich. Ja, unser Ziel war Top 20, es war ein bisschen weiter da hinten, auch von den Zeiten, aber auch nur ein bisschen. Aber. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt bekanntlich. Genau, also mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man sich jetzt mal so guckt, was bisher so passiert ist bei den einzelnen Fahrern, denke ich mal, das wird noch interessant über Nacht. Ja, Nacht ist immer, meistens die Entscheidung kommt meistens in der Nacht, mitten in der Nacht um 4 oder 5, wenn alle wirklich müde sind schon. Da geht's rein noch ums Wachbleiben und Konzentrieren und das Ding nicht nochmal in die Wand schmeißen, in meinem Fall. Ja, ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr so viel passiert. Ich auch. Ich meine, ich wünsche niemandem, dass er abfliegt oder so, weil das ist einfach... Ist. Punkt, Punkt. Noch können wir keine Schimpfwörter verwenden, ist noch ein bisschen früh. Aber ja, ich wollte euch nur kurz da informieren, was hier passiert ist. Ja, ich hoffe, bei euch ist die Stimmung trotzdem noch tippitoppi. Ja, na, der Team darf jetzt mal wieder ein paar 50er-Zeiten fahren. Und bei 49ern bin ich wieder ganz glücklich. Tim ist zum Arbeiten hier. Und ja. Na gut, aber ich werde nur zum Runtergehen, dass er da nicht ganz so alleine ist. Ja, klar, klar. Halt ihn mal schön bei Laune, vor allen Dingen halt ihn wach. Ja, das ist schon. Und, so und ich würde sagen, wir hören uns im Laufe des Abends nochmal. Ja, auf jeden. Auf jeden. Ja, supi. Bis dann, Mädels. Bis dann. Bis dann. Erfolg noch. Ja, und da erreicht mich auch die Nachricht, dass bei unserem Team es wieder Probleme gab, ein Disconnect, wieder eine Runde verloren und ja, da... Ich glaube, wenn ich da gleich meine erste Pause habe, mal ein bisschen Schadensbegrenzung machen. Da sinkt so langsam die Laune. Ja. Ja, meiner Ansicht nach. Ja, du zuerst. Okay. Also ich kann das echt verstehen, das ist echt bitter. Vor drei Jahren
bin ich ein 6-Stunden-Rennen mitgefahren, hab mir den Hintern aufgerissen, um Startfahrer zu sein. Hab mit meinem Team wirklich sehr, sehr viele Runden hier auf der Nordschleife gedreht. Da hatten wir noch kein Rejoin-Tool gehabt. Erste Runde von 23 irgendwo auf Platz 8. Mich vorgekämpft direkt beim Start. Und ja, Döttinger Höhe hieß es dann, ey Markus, du hast die Verbindung verloren. Ja, danke. Ah. Da war das Rennen für uns zu Ende, ne? Und gut, wir haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit mit dem Rejoin-Tool, dass man durchfahren kann, aber trotzdem, wenn man da jedes Mal eine Runde verliert, wegen einem Disconnect oder wegen irgendeinem anderen Krimskrams, da kann echt die Laune in den Keller gehen. Auf jeden Fall. Ja, aber momentan denke ich auch, dass es große Gewinner gibt momentan im Rennen und große Verlierer. Weil, wenn man sich mal Joseph Sim Racing anguckt, ich meine, im Qualifying letzter und jetzt auf einmal auf Platz 11, zeichnen sich durch konstante Rundenzeiten aus und durch keine Disconnects und kein einziges Mal Escape drücken. Da war also noch kein Fehler bei. Sind auf Platz 11 jetzt und wenn man mal die Zeiten von den Leuten dahinter anguckt, die sind alle schneller, aber die haben halt auch alle schon Fehler gemacht oder hatten ihre Patzer drin. Und dann gibt es halt auch solche Teams, die hatten Disconnects, mussten Escape drücken, haben dann noch beim Server Restart noch was verloren. Zum Beispiel hier der Max Melamed, das Avia Racing Team. Das war dann alles. Ja, manche haben da draus. Carsten Wilhelm da, ich weiß nicht, zweite Runde, glaube ich, war das gewesen. Direkt der Einschlag. Und ja, da war dann natürlich auch alles im Keller, weil man ja mit Favorit hier auf der Strecke ist. Dann ging es erstmal nach hinten. Gut, jetzt haben sie Glück gehabt durch den letzten Restart. Ging es dann wieder ein Stück nach vorne und Carsten hat jetzt auch gut angasen können. Aber wie gesagt, ich schaue mir erst die Karten an, morgen früh gegen 5. Ja, da geht's dann langsam in die heiße Phase. Ich meine, ja. Daytona hat man ja um 11 gestartet und jetzt hier Eifelring um 12. Dann kommt es ins letzte Viertel, da werden nochmal viele ihre Bestzeiten fahren, wenn die Sonne aufgeht im Morgengrauen. Wenn die High Temperature Slicks wieder aufgezogen werden, da werden dann sicherlich auch noch Rundenzeiten, die so normalerweise in der Nacht kaum drin gewesen sein werden. Ja, also, man sollte gespannt sein, jetzt dürfte noch niemand den Kopf in den Sand stecken. Und nee, das stimmt, das ist richtig. Auf also jeden Fall noch alles rausholen, ich meine, immer noch 16 Stunden. Ey, wenn man sich überlegt, im letzten Rennen, das Stippo Sim Racing Team, durch Disconnects gebeutelt ganz nach hinten und haben sich dann auch in die Top 10 reingemogelt, so ganz knapp vor uns. Also da wird auch hier noch einiges gehen. Ja, man sieht es auch immer im reellen 24-Stunden-Rennen am Eifelring. Über Nacht werden die Karten neu gemischt. Das stimmt auf jeden Fall. Beim letzten 24-Stunden-Rennen Daytona haben ja auch Freeride Motorsport. Da ist Marius Bert ja auch die ersten 5 Stunden gefahren und sie hat Rundenzeiten gefahren, das war sensationell. Und in der Nacht dann hatten sie Boxenstopp-Probleme. Und dann war auf einmal Allstar vorne, dann hat Threeride auch noch eine Penalty. Und dann war es das für die, dann hatten sie eine Runde Rückstand. Dann hatten sie auch noch einen Disconnect, meine ich, und dann waren es dann schon 2 Runden Rückstand. Also, ja, da hat Allstar dann halt am längeren Hebel gesessen und sich durch. Ja, ich will jetzt nicht sagen, durch bessere oder konstantere Rundenzeiten sich nach vorne gesetzt. Ich meine, da war ja auch eine Menge Pech bei Threeride. Und ja, so
Bei Freeride ist das, meine ich, auch erst um 3 Uhr nachts oder beziehungsweise morgens passiert, so um den Dreh. Ja. Und so kann ein Rennen halt sich verändern. Jupp. Ihr dürft ruhig weiterreden. Ja, ich bin gerade dran. Ich suche gerade ein Gesprächsthema, aber mir fällt gerade nichts ein. Oh, da hat's gescheppert. Das habe ich gehört. Das war Seitenkontakt. Das habe ich gehört. Ja, ich auch. Ich nicht, weil ich den Streamzone aus habe, damit ich nicht irritiert werde. Janik Kuffel auf Abwägen. Hehehe.